Und herzlich willkommen zurück zu Paraworld. Ja, was ihr mittlerweile sehen könnt und erstaunen könnt, ist, dass da vorne ein Haus steht, und zwar nach mehreren Stunden Offline-Gedönse. Und ja, ich drehe mich jetzt nicht um. Hier haben wir noch ein bisschen Mauer, da oben ist ein bisschen Dach. In der gleichen Richtung auch ein bisschen Mauer. Man kann was von der Karte erkennen aus, aber das soll halt nicht unser Thema sein. Wir haben halt gesagt, wir zeigen halt, was in der Folge momentan ist. Und ich möchte gerne auch noch eine Folge machen. Alter, was ist da oben da für ein Viech, hä? Was bist du? Also paralysiert ist man dann. Ah. So ein kleiner gelber Slime. Okay, Herzen sind ganz gut. Aber jetzt kann ich es nicht aufnehmen. Toll, schade. Aber wie man sieht, mittlerweile 12, 3, 16. Bei Zylot, die 3 gehen wir von ab, weil er sein Account hier gehackt worden ist und dadurch das Problem entstanden ist. Na, hier unten geht es in unseren Minenschacht rein. Ich habe jetzt von unten meinem Haus hier, will ich einen Weg reingraben, dass man hier von hier unten rein kann. Ist halt ein bisschen clever. Noch kein Weg weiter ausgebaut. Das kommt alles noch. Was ich heute aber machen will, ist eigentlich, dass wir hier ein bisschen schauen, wo wir eigentlich hin wollen in die Richtung. Und die Richtung zeigt uns darauf hin, dass es hier auf jeden Fall weitergeht. Da vorne soll ein Hafen entstehen. Und hier so kleine Technikhäuser noch. Sind noch größere. Und da muss ich mich auch noch ein bisschen drauf einstellen. Man sieht, das Haus ist ein bisschen wie immer klein geworden bei mir. Und ich möchte gerne heute ein paar Sachen von da hinten hinziehen lassen, damit ich auf jeden Fall schon mal damit anfangen kann. Ich habe jetzt überlegt, hier fangen wir mit der Workbench hier vorne an. Hier ist ein tiefer gelegter Boden. Brauche ich nicht ausleuchten. Was das Problem ist, ist teilweise, dass der die Monster von hier einfach rein könnten, denn hier sind ja keine Glasscheiben und sowas, sondern das ist ja nur sowas. Ich habe jetzt überlegt, dass ich da vielleicht Gitter reinmache, hier komplett einmal und diese Treppen nochmal rausmache. Das muss ich mir aber noch ganz stark überlegen. Oder ich mache da halt zweifache Fenster rein. Na, jetzt habe ich dann leider keine Treppen mit, aber zwar kann man das dann so machen, dass man dann sagt, okay, mach dann hier so ein kleines Fenster, und wenn man zieht es höher, dann kann man halt nichts machen. Guck jetzt mal, ob das von innen gar nicht mal so schlecht aussieht, oder? Ja, du hast ja doppelt kleine Fenster. Das könnte ich mir eigentlich sehr stark überlegen, ob das gar nicht mehr so schlecht aussieht. Das war ja beim nächsten Mal. Dann war ja, wenn ich wieder ins Offline baue. Ich habe jetzt, wie gesagt, überlegt, jetzt ein bisschen was rüberziehen. Ich habe jetzt nebenbei schon Tweed Oil hergestellt. Das geht jetzt darum, dass ich jetzt gleich Tweed Wood. Okay, ist jetzt sowieso ein bisschen mal Platz, wurde er gemacht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir das rauskriegen, das Zeug. Aber irgendwo Wasserflaschen haben. Zumindest eine wird absolut reichen. Drei Stück. Ich irgendwo noch einen herkriege. Da ist dann eine vierte, reicht. Naja, stehen da mittlerweile auch langsam die Häuser von dem Ganzen. Ich habe, glaube ich, irgendwo Birkenwood übrig, was ich wieder nicht brauche da. Nämlich da meist zum Craften, da gehen wir nicht craften. Zwar ist, glaube ich, so. Oder war das mit Wood direkt schon? Ah, war direkt Wood, alles klar. Dann erspart sich das Ganze so. Tweeted Wood. Muss ich hier wieder bisschen rumwurschen. Ich glaube, ich mache einfach noch eine Werkbank, also eine von den anderen, weil da kann man halt die Rezepte speichern. Das ist irgendwie mal ganz clever. Kann nicht, wo der gerade zugreift. Auf den Ofen oder auf die Werkbank? Ich weiß es nicht. Brauchen wir noch was nach? Zwei kann ich nur powern. Ich muss dann bald halt wieder was da drauf zurücksetzen. So. Ein bisschen Tüte durch. Denn ich würde gern das Rad erstellen hier vorne und es ans Haus anbringen. Da brauchen wir von vier Stück und ein. Brauchen wir jeweils vier Sticks und drei dafür. Das heißt, 1, 2, 12 brauchen wir rein. Theoretisch 13 brauchen wir für uns. Mal gucken, dass wir da Sticks erstellen. Auch noch einmal. So. 2, 3, 4.
Ein Wasserrad. Haben wir, eins ist schon mal ganz okay. Damit können wir auf jeden Fall stehen. Guck mal, gab es kein Achievement? Achievements. Zelda. Forciert in Ecology. Da muss ich auch gucken. Morphe Kräfte in Leiser Leiser. Das kann ich auch mal schlecht, ne? Time to Hardcore and Expansion, Time for Adventure. Achso. Keine Ahnung. Wow, difficult. Okay. Erebus. Furnace. Auf Wurst. Dwarfcraft. Okay. Dann müsste mich. Könnte ich mich eigentlich auch mal ein bisschen reinfuchsen. Dwarfcraft klingt nach einer Mod. Kräfte für meine Bildung bis 3 Planks and 6 Isles. Das klingt sehr nach, dass da was machen kann. Kann ich nicht zurück, aber da habe ich massiv gesehen, da ich muss das Buch erstellen und ich halt hier ein paar Dinger kriege. Ja. Okay, das können wir halt beim nächsten Mal machen. Ja, und den Mut finde ich gar nicht mehr schlecht. Gut. Eins haben wir. Jetzt schauen wir, ob wir noch vielleicht noch eins kriegen. Wir brauchen, wie gesagt, 13 Stück wieder. Und 16 davon. Ja, wir kriegen sogar zwei hin. Das ist schon mal perfekt. Vier. Vier. Haben wir schon mal zwei Wasser. Ist schon mal absolut perfekt. Was mich jetzt frage ist. Das erstmal wieder reinpacken. Wir haben ja da Holzkohle. Wir haben bestimmt auch. Boah, ist das jetzt wieder ein Generator? Ich muss, glaube ich, einfach nur über den Mod gehen, dann weiß ich es auch gleich wieder. Ich muss mir was anderes drücken. Massive. So brauche ich, glaube ich, den Kinetic, ne? Nein, den Kinetic Dynamo. Das heißt, Dynamo, Dynamo. Ich brauche mal ein bisschen Kupfer mit den Iron. Vorne haben wir fast Sticks. Nee, oder war das nur. Wie war das denn? Achso, nur so. 1, 2. Ein Iron. Ein Coil. Was hab ich denn? Was war das? Dass wir vielleicht an den Heater kommen, dann können wir nämlich Sachen brennen. Das ist nicht billiger, als wenn wir die Kohle da ganze Zeit verjubeln wollen. Jetzt wird es wieder dunkel. Das Erdschmelzer ist hier rein. In das Haus. Kommt unter anderem noch mehrere Tinkerfurnace, aber die kommen nicht da rein. Die werden entweder Untergrund eingesetzt oder in ein Extrahaus. Wo habe ich denn jetzt noch einen Webzone mitgenommen? Ich dachte. Ohne zweite. Ja, einmal eine Kinetic-Motor. Das heißt, wir bräuchten eventuell jetzt schon eine. Ah, ne, eine HSV, eine M. Naja, Lead-Block habe ich nicht, habe ich auch noch nicht. Dann nehmen wir eine LV. Ah, Lead habe ich noch nicht, aber das kriegen wir gebannt, ne, wenn ich was finde. Bauoxid. Tin. Ich gehe mal immer auf Lead-Suche. Frage ist, ob das irgendwo schon mal gefunden habe. Kann ich es denn auch herstellen? Smash. Also existieren tut es, aber ich habe davon noch gar nichts. Noch gar nichts. Ja, weil dann können wir nämlich das mit dem Hammer machen, dass wir halt was dadurch finden. Ah, frage ich gerade, ob ich irgendwo was habe. Schauen wir mal hier in den Kisten, ob da irgendwas mit mal aufgetaucht ist, ob irgendeiner mal so weit mit den Farben gekommen ist, dass hier Lead gefunden worden ist. Scheint bisher nicht. Mal im Lager schauen. Ich auch nicht. Ja, toll, Lasso. Das will ich aber nicht. Kenn so Lied. Nee, anscheinend noch nicht. Was brennt denn hier drin? Oder vielleicht da was? Essen. Cobblestone. Golden oder so, das ist kein Problem, aber das ist ein bisschen blöd.
schön wäre es, wenn wir was hätten. Mit schon so eine Bank. Oder wir bauen uns einen Heater. Dass wir vielleicht schon mal den Heater bauen, ihn anschließen können. Heater, External Heater. Da brauchen wir eine Bronze, das reicht ja vollkommen. Bronze, noch ein paar davon. Wie viel Eisen? 4 Stück. 1, 2, 3, 4. Dann brauchen wir noch 2, 3, 4. 4 dafür. Ich glaube nochmal X. Ne, nur 3. 2. 4 Stück. Ah, jetzt habe ich vergessen, genau. Da brauche ich jetzt auch ein Eisen. So. Achso, jetzt habe ich. Naja, stimmt. 4 Eisen, ein Redstone. Coil. Redstone nehmen wir hier raus. Da ist auch auf jeden Fall noch so ein Chunk drin, ne? So, External Heater. Dann können wir hier einen Ofen mitnehmen. Und uns das gleich schon mal zu vergüten, dass wir den anschmeißen. Denn. Mal, dass ich vielleicht. Jawohl, ich krieg ja sowieso nur ein Stack reiner mit dem Hammer. Kann ich das ja verdoppeln. Aber es gibt nur 2. Es gibt nur 32. Gibt es ja nicht mal das Doppelte raus? Guck gerade, es gab doch. Normalerweise das Doppelte. Ja, anscheinend nicht. Das ist natürlich blöd. Ich hätte gedacht, da kriegt man jetzt ein bisschen mehr raus. Aber das tut es gar nicht. Dann kommt der Hammer wieder weg. Tin. Davon haben wir genug. Ich würde gerne das Bett schon mal mitnehmen. Eine kleine Schlafposition suchen. Dass ich das sozusagen als Wohn. Privates Lager nehme. Nicht dein Ernst, ne? Oga. Mal gucken, dass wir den auf jeden Fall mal eben kaputt kriegen. Oh. Ich hab noch nicht so viele Pfeile. Schabdadup. Der weil jetzt zeige ich die ganzen Blöcke hier, die Oger. Das ist jetzt gerade so. Alter. Oh, Glück gehabt. Na, wir haben Werwolf rausgekommen sonst. Ah, diese Oger sind nervig. Passiert das immer wieder? Dass hier einfach so die ganzen Blöcke gesmashed werden. Und man dann wieder hinterher reparieren muss. Besonders schlimm am Haus. Aber da sind wir bald froh, dass hier irgendwann komplett alles ausgeleuchtet ist. Weil die Fläche, die ich vorne ja gestaltet habe, ist natürlich auch schon zu 90% hier ausgeleuchtet worden. Damit wir was machen konnten. Das finde ich einfach nicht einmal spawnen, weil das ist natürlich egal, wenn ihr dauerhaft irgendwas spawnt und hier rumkreucht, wie gesagt, die halbe Blöcke, das macht das dann auf jeden Fall nicht aus. Alles klar, Bett. Damit wandern wir nach ganz oben. Hier soll noch Fenster rein, aber ist gar nicht mal schlecht, ne? Hier kann ich gar kein Bett hinsetzen. Hier kommt auch noch ein Raum. Wobei das hier gar nicht mal schlecht ist, ne? Dann würde ich mir sogar hier ein Doppelbett hinsetzen. Da ein Bett. Das hat auf jeden Fall was. Bim-bim. Ah, da brauchen wir noch so Coils und sowas, ne? Muss ich wieder in den Mod reingehen. Immersive. Dann holen wir uns das gerne. Dann hätte ich fast gedacht, unten mehr. Venalemic. Oh, ey, nee, ne? Ich bin gerade erschrocken. Jetzt. Au.
Genau, das ist das Problem, wenn hier nichts protected ist. Man sucht da ganz schnell hinterher, dass man wieder alles reparieren darf. Besonders, wie gesagt, ärgerlich. Feuer ist sowieso am schlimmsten hier. Wenn hier irgendwas mit Feuer fallen ist, haben wir schon. Habe ich eigentlich fast verloren, weil es dann am Brennen wird. Wenn ich nicht aufpasse, beziehungsweise wenn es durch einen dummen Zufall passiert, dass irgendwer in der Nähe des Hauses ein Feuerfall durch einen Mob da drauf tretet und meine ganze Bude abfackelt. Jetzt habe ich natürlich keine Holztreppen mehr, ne? Doch, hat er. Low. Ah, Harden Clay, da ist schon das Problem. Nee, ist es nicht. 4. 16, das wird gleich auch noch eine Sache, wo ich noch ein bisschen was nachsuchen muss. Harden Clay. Ich habe jetzt gerade nur das Harden Clay rausmachen. Brauchen wir Kupfer und für die Kupfercoils. Wo sind die? Ja gut, da brauchen wir die Wires. Da brauchen wir nur einen Stick und ein bisschen Kupfer. Dann nehmen wir das mit, dann nehmen wir 4, 8, 11 mit. Ein paar Kabel. So, das sind wir das so ein Topf. War das ein Bucket oder was ein Topf? Ne, das ist schon ein Bucket von Simple so. Okay. Ah, Sticks habe ich mit. 2. Ein Clay. 1, 2, 3, 4. Strom 8 Stück. Und dann kommt halt später, wenn ich dann das Leak gefunden habe, in einer späteren Aufnahme, kommt dann auf jeden Fall da was rein. Und darfst du das hinsetzen. Oder ist optimal ein höher? Das ist, unten das Wasserrad können wir ja hinsetzen. Das ist nicht das Problem, würde ich sagen. Das vielleicht hier vorne setzen. Muss ich natürlich auch so ein gucken, dass ich so ein Stück davon abgehe. Ich würde das vielleicht doch hier setzen. Hier ist das gar nicht mal so schlecht. Dann nehmen wir uns das hier zugute. Habe ich keine Schaufel mehr mit? Nee. Ich muss gerade mal gucken. Auch weg. Frag mich, wie viel muss ich weg haben und brauche ich den Block da oben weg? Muss ich den wegmachen? Okay. Perfekt. Wir holen uns mal eine Schaufel ran. Zu den Folgenlängen. Die erste Folge war ja arschlang. Sollten eigentlich zwei Folgen werden. Einmal gedacht, alles klar, für die erste Folge machst du mal eine längere. Ich kann mir jetzt so eine relativ normale Folge, 20 bis 25 Minuten, dachte ich mir. Ist ja absolut perfekt, das schaffen wir auch viel. Es könnte ja passieren, dass ich einen Zeitraffer mittendrin mal einbaue oder ich dazu entschließe, dass wir halt mehr aufnehmen als sonst. Also es kann auch mal passieren, dass es halt dann eine Stunde wird. Was natürlich eher selten passieren. Aber dann dadurch kommt, dass es dann meist ein Event ist oder sowas. Wo wir dann halt viel versuchen zu schaffen in der Zeit. Ist ja jetzt, wenn wir jetzt knapp sind, ne? 20 Minuten Strom gemacht. Durch das ganze Material, was mit leider angehäuft worden ist. Hier werde ich natürlich dann auch das Wasser haben muss. Ich will das austauschen, wenn hier. Wenn will ich alles austauschen. Natürlich gut. Ja. Wenn wir das erstmal hier. Ein drittes kann ich leider noch nicht bauen. Darum erstmal das. Das darf hier bleiben. Er würde sich rein theoretisch ja drehen dann. Zu einem höher das, was, beziehungsweise den Stromanschluss dafür. Guck gerade mal. Da von den Blöcken habe ich da auf jeden Fall noch welche. Habe ich denn noch irgendwelche? Ich dann wieder meist kein Cobblestone hatte. Ne, können wir aber machen. Chisel die drinne? Chisel ist da drinne. Dann machen wir die restlichen da raus. Zack. Da
da muss ich auch noch hinterher vom Cobblestone. Ein kleiner Trick. Eine Steinspitzhacke kann man zu einer Tierspitzhacke machen, indem man den Modifier Diamant draufpackt. Und so dadurch. Jetzt habe ich das, glaube ich, mal hier freigelassen oder habe ich das irgendwo weggemacht? Randomize Ore geht normalerweise nicht mit einer Iron. Hier, wenn ich jetzt hier mit der draufklacke. Ah, dann sollte es doch. Aber man kann die modifizieren einfach. Man kann fast alles damit abbauen. Ich vermute mal sogar Obsidian. Ich habe das jetzt noch nicht ausprobiert. Aber das wird auch funktionieren, weil man da echt viele Eisen oder beziehungsweise Erzsorten mitmachen kann. Aber wenn jemand da mit Tinkers anfängt, Steinwerkzeug, Diamant drauf packen. Allein die Haltbarkeit ist davon übelst hoch. Kann man nur sagen. Die haben sie echt hoch gekriegt. Und dann noch dazu, dass man fast alles abbauen kann mit. Und es kostet nur reparieren mit Steine. Cobblestone farmt die ja eh. Und das ist schon ganz, ganz nett gemacht. Das hat bei Doors rausgekriegt. Da habe ich ja den Hammer. Der Hammer kommt bei uns hier ein bisschen später. Der Grund liegt dafür, dass wir Stahl brauchen. Stahl für die andere Werkbank, damit wir überhaupt was produzieren können. So, die Seite mache ich später. Muss ich gucken. Machen wir es dann hier? Weil dann kommt ja hier das zweite Wasserrad hin. Eins, zwei, drei. So, der ist hinten angeschlossen. Ja. Ist irgendwie ein kleines Problem. Aber es geht, wenn es so geht, geht es natürlich am besten. Ich glaube, ob dann noch das Wasser läuft, ist die andere Frage. Wenn es laufen würde, dann wäre es perfekt. Okay, es läuft. Jetzt gucken wir gleich, ob wir da drauf Strom kriegen. Wenn ja, hätten wir perfekt alles gemacht. Hier ist schon mal der Weg, also ich habe schon mal den Weg und so ein bisschen Berg angepasst in dem Ganzen, dass es hier weiterlaufen kann. So, und dann hier für eine Party. Da ist ein Greatwood, aber ich weiß nicht, ob der abgeholzt worden ist oder nicht. Ah, der ist abgeholzt worden, ne? Die müssen noch weg, der kommt noch weg. Da brauchen wir eine Lumbex. Sollen halt nicht mehr da stehen, die kommen weg. Und dann sollen diese weißen Bäume, da wollen wir mal gucken, ob wir die so spawnen lassen können. Dass wir da hier so ringsum ein paar was von machen, weil die normalen Bäume finden wir ein bisschen blöde. Und dann wird es schon passen, wenn wir die ordentlich machen hier mal. Gucken wir mal, mal. Jetzt nur die Coils. 1, 2. Und wenn wir jetzt gut sind, kommen wir dann oben in die Hütte rein. Brauchen den Heater, brauchen den Furnace. Könnten gleich gucken, ob wir schon Stein brennen können, kostengünstig. Kostet uns ja gar nichts. Gehen wir mal. Überleg gerade, ob wir hier reingehen oder noch. Besten wäre ja hier irgendwo rein. Warte mal, wir können das so machen. Ich will eben ein bisschen was wieder wegkloppen. Na toll, das Material vorerst. Können wir denn da dran? Oh mein Gott. Der kriegt noch keinen Strom, kann das sein? Oder? Nee, von oben. Weil der Heater kann das ja. Moment. Okay, also.
Stimme ein bisschen versagt. Der nicht da vorbei. Kann das sein? Ich soll mal eben gucken, dass er vielleicht dann dahin kommt. Er brennt auf jeden Fall noch eine Menge. Das stört auch dem nichts. Ich hole ihm den Hammer. Kriegen wir das hin, dass er gleich sofort läuft. Hammerle, Hammerle, Hammer. Dann hätten wir absolut Glück. Ich könnte ganz verbrennen. Ich könnte das Haus weitermachen. Ich könnte die Wege weitermachen. Ohne dass ich Kohle verwenden müsste, natürlich klar. Für den Anfang ist echt, echt, echt ganz geil. Warum macht er das denn nicht? Also hier kriegt er doch ein. Warum macht er das denn? Warum handelt er das denn nicht um? Oh nein! Ach du Scheiße. Ein Event mittendrin. Das wird gleich ein lustiges Event, da werden wir sterben. Die Dinger vermehren sich wie bekloppt. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Ja. Und die droppen halt Sandstone und ich glaube Stein und Gravel oder sowas. Es war doch der External Heater, der das doch zum Brennen gebracht hat. Ja klar. Alter. Weg. Weiche. Ah, ich werde jetzt mal ein bisschen aufräumen müssen hier. Das ist schon. Das Event ist vorbei. Problem ist, die Viecher aber nicht. Die werden ja noch lange überleben. Ich muss jetzt nur das Problem finden, dass ich überall wegkriege hier. Komm mal her. Na, verdoppelt er sich schon wieder. Na, wir hatten das Event schon mal. Machen denn. Oh, jetzt kommt schon die Dark. Das ist ein sehr, sehr lustiges Event, weil die mir dann auf den Keks gehen werden, wie bekloppt. Besonders die Schwarzen. Da muss man echt gucken, dass man alle kriegt. Weil sonst vermehren die sich wie Hunde. Und das ist ekelhaft. Ah, da fängt es wieder an. Das muss man eigentlich schnell wie möglich hier durchkriegen, dass wir die wegkriegen. Ah, so. Darf keiner irgendwo noch sein. Hier sind noch meine Skorpione. Die sind auch als Pets einfach aufgetaucht. Pet stand da und dann waren die halt da. Ich fand's sehr komisch, aber auch ganz lustig. Jetzt haben wir drei groß erwachsene Skorpione hier rumlaufen. Die eigentlich. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwas machen oder sowas. Ja. Wenn die hier schon zu verdoppeln wieder. Ja, geht weg. Ja, geht weg. Fangen wir gar nicht jetzt an. Müssen auf jeden Fall den Radius wegkriegen. Ja, ja, ja. Und nochmal. Sicherlich. Dann seht ihr mal, wieso die kleinen Dinger nervig sind. Eine Trophäe haben wir bekommen. Noch zusätzlich, da sind noch welche. Lass ich auch. Tschüss. Da unterm Baum sind noch ein paar. Ich werde jetzt Ecke pro Ecke erstmal zumindest bei mir hier ausmerzen. Wo ist er da? Okay, Update.
Problem jetzt sein, dass sie eventuell da unten sind. Und wie ging ja der Bunny Hop? Ah, irgendwie ging der. Ah, das ist schon wieder weg, schade. Irgendwie geht immer dieser komische Sprung dafür. Aber nichtsdestotrotz, ich werde mich jetzt mit diesem Event umkämpfen hier. Zwischen dem vielleicht einen Zeitraffer oder sowas einbauen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, bis dahin. Und ciao, ciao, wenn es euch gefallen hat, schaut bei den anderen vorbei. Links sind alle in der Videobeschreibung von den Leuten, die mitmachen. Und bis dahin, auf Wiedersehen.